Der Vertröstliche. Der Vertröstliche ist eine Skulptur, die hier auch auf dem Cover abgebildet ist, von Franz Xaver Messerschmidt. Wer war Franz Xaver Messerschmidt? Franz Xaver Messerschmidt war ein Barockbildhauer und er ist berühmt für seine Charakterköpfe. Und einer dieser Charakterköpfe ist eben der Verdrüßliche. Warum dieser spezielle Charakterkopf? Er wurde 2008 aus Österreich ans Getty Museum nach Los Angeles verkauft. Und dafür braucht man eine Ausfuhrbewilligung. Da gibt es Gesetze, aber wie das in Österreich so ist und wie wir das seit den Chats wissen, steht zwar alles Mögliche auf Papier, aber die Praxis schaut anders aus. Jedenfalls durfte dieser Verdrüßliche, obwohl er ein österreichisches Kulturgut ist, ausreisen und nach Los Angeles kommen. Und was noch verwunderlicher ist, ist, dass die Provenienzangaben, die das Getty Museum veröffentlicht hat auf seiner Homepage, schlicht und ergreifend falsch sind bzw. unbewiesen. In einem Erzählstrang lasse ich den Verdrüßlichen selbst aus seinem Leben erzählen. Das ist sozusagen der historische Teil, wenn man will. Der Verdrüßliche befindet sich in Los Angeles im Getty Museum. Er langweilt sich, sein Pavillon ist gesperrt, weil eine Ausstellung mit ihm im Mittelpunkt geplant ist, nämlich Messerschmidt and Modernity. Diese Ausstellung hat es wirklich 2012 gegeben. Und um die Zeit zu überbrücken, bis diese Ausstellung wirklich stattfindet, erzählt er anderen Objekten aus seinem Leben. Unter anderem, wie er zu Messerschmidt gekommen ist. Landock in der Gespanschaft Zips war ein Kastell unten am Karpatischen Gebirge. Dort wurde Alabaster gebrochen. Einer dieser Gesteinsbrocken war ich. Das ist lange her. Es gab keine Automobile, dafür Ochsen- und Pferdefuhrwerke, die nicht von Traffic Jams am Weiterkommen gehindert wurden, sondern von gebrochenen Deichseln, störrischen Zugtieren oder bis zur Bewusstlosigkeit betrunkenen Fuhrknechten. In einem solchen Karren, vor dem zwei träge Ackergäule gespannt waren, die sich vom Kutscher weder durch Fluchen noch durch Peitschenknallen aus dem einmal gewählten, müden Trott bringen ließen, kam ich nach mehreren Tagesreisen vom Zipser Komitat zu einem Händler nach Pressburg, der die gesamte Ladung übernahm. Er zeigte auf ein lesernes Stück, befahl einem Gesellen, dasselbe auf einen Leiterwagen umzuladen und einem Buben damit zum Meister zu fahren. Schon allein an der Art, wie er das Wort Meister aussprach, erkannte ich noch unbehauener Bauernschädel, das erlesene Stück war natürlich ich, who else, dass es sich dabei um einen besonderen Mann handeln musste. Genau das war er. Er hat mich zu dem gemacht, der ich heute bin. In seiner Werkstatt.
Erzählstrang wird nach dem Charakterkopf und nach Gitta Hausladen Dr. Carola Brogiatto eingeführt. Sie ist pensionierte Hofrätin des Bundesdenkmalamts und war ursprünglich zuständig für Ausfuhrbewilligungen für österreichische Kulturgüter. Sie weiß also ziemlich genau, was so läuft und welche politischen oder sonstigen Einflussnahmen es gibt und wie man sich immer wieder als Beamtin wehren muss, wie man in diesem Graubereich auch erreicht, dass Kulturgüter ausgeführt werden dürfen. Und sie erfährt durch Zufall, dass der Vertröstliche in Los Angeles ist, und ist total entsetzt, aus mehreren Gründen, nicht nur weil sie ein nahe Verhältnis zum vormaligen Besitzer hat, sondern weil sie auch zu diesem Kopf, und das wird erst im Verlauf des Romans aufgedröselt, ein ganz besonderes nahe Verhältnis hat. Er hat den höchsten Preis erzielt, der je für einen Charakterkopf bezahlt wurde, nämlich 4,3 Millionen Euro. Also es kann niemand in Österreich behaupten, das sei kein wertvolles Kulturgut. Und sie geht ins Bundesdenkmalamt zu ihrem Nachfolger, weil sie aus dem herauskitzeln möchte, warum denn dieser Kopf eine Ausfuhrbewilligung erhalten hat. Was ist da gelaufen, Toni? Wir wurden sehr spät informiert. Ja und? Es konnte nicht festgestellt werden, dass die Erhaltung im Inland im nationalen Interesse gelegen ist. Zitier nicht aus dem Denkmalschutzgesetz, das kenne ich selber. Sag mir lieber, warum ein wertvoller Messerschmittkopf an ein ausländisches Museum gegangen ist und alle gekuscht haben. Ihr, die Museumsdirektoren, die Bildungsministerin. Der Verkauf lag in aller Interesse. Was heißt das? Es wurde ein bisschen interveniert, ein bisschen sehr. Von wem? Von höchster Stelle. Carola weiß, dass sie Toni in einen Loyalitätskonflikt treibt. Hier die ehemalige Förderin und irgendwo da oben, da draußen, vielleicht bloß ein paar Zimmer weiter, diejenigen, die sich eingemischt und ein Geschäft begünstigt haben, das so nie hätte stattfinden dürfen. Diese Bewilligung hat ihm sicher schlaflose Nächte beschert. Und nun kommt auch sie noch daher, erinnert ihn an etwas, an das er nicht erinnert werden möchte. Wieso hast du dich nicht früher erkundigt? Tonis aggressiver Tonfall lässt sie zusammenzucken. War das jetzt ein Vorwurf oder aber eine simple Frage? Toni, ich habe es erst gestern erfahren. Im Internet war ein Bericht über die geplante Ausstellung Messerschmitt & Modernity. Ich dachte, ich sehe nicht recht, als mir der Verdrüstliche vom Plakat entgegengrantelt. So wie mir wird es auch anderen ergehen. Wieso? Davor haben es den Verdrüsslichen schon im Pariser Louvre und in der Neuen Galerie in New York gezeigt. Der war auf Tournee, für jedermann sichtbar. Tonis Stimme klingt immer noch angriffig. Verunsichert fragt Carola, wann? Letztes Jahr. Das wäre ihr früher nie passiert, sich so konfus, so unvorbereitet auf ein Gespräch einzulassen. Ganz heiß wird ihr plötzlich, so sehr geniert sie sich. Carola, niemand hat sich aufgeregt. Ein Kunstwerk ist vor ein paar Jahren aus einer österreichischen Privatsammlung in ein amerikanisches Museum gewandert. Privatsammlung, ein Witz. Wilfried hatte nie eine Sammlung, sondern ein Geschäft. Vielleicht haben es die Erben so genannt. Sie muss sich zusammenreißen, dem etwas entgegensetzen, irgendetwas. Vor 4 Jahren, um genau zu sein. Eben, das ist schon eine Weile her. Wo ist das Problem? Das ist jetzt nicht deine Ernst. Entgeistert schaut Carola in Tonis verschlossenes Gesicht. Und sie dachte immer, sie könne in seinen wasserblauen Augen lesen. Doch heute hat er keine Augen, nur Brillen. Es ist mein voller Ernst.
Du weißt, dass ein Ausfuhransuchen für den Verdrüßlichen schon einmal auf diesem Schreibtisch gelegen ist. Ja, damals wurde keine Bewilligung erteilt, aus, wie soll ich sagen? Sag's ruhig. Aus persönlichen Gründen. Nicht nur. Außerdem habe nicht ich die Bewilligung verweigert, sondern der Antragsteller hat sein Ansuchen zurückgezogen. Dafür hast du den Kopf nicht unter Denkmalschutz gestellt und damit ein Hintertürl für eine spätere Ausfuhr offen gelassen. Ist das nun ein mitleidiger Blick, den Toni auf sie richtet? Auf sie, die einen faulen Kompromiss schloss? Wilfried war fuchsteufelswild. Schon davor hatte sie begonnen, sich zu emanzipieren, seine Wünsche zu ignorieren. Der Verdrüßliche war nicht das erste Kräftemessen, aber ein entscheidendes. Mit dem Ausfuhrantrag für diesen Kopf hätte Wilfried sie nie behelligen dürfen. Hat da nicht zu ihm eine Tür geknallt? Nein, Wilfried ist tot. Er stürmt nicht mehr aus diesem Raum. Ihre soeben noch verspürten Hitzewallungen wechseln in Fröstelschauer über. Das sind die alten Mauern, sonst nichts. Sie strahlen die Kälte aus, die sich auf Carola überträgt. Haltung, Frau Hofrat, Haltung bewahren. Einfach ein Gespräch beenden, das zu nichts führt. Was will sie überhaupt? Die Wahrheit? Wen interessiert die schon? Carola friert nicht nur, sie ist auch müde. Dann hat sie eine Begegnung, die alles ändert, nämlich mit Ludwig Zavratil. Dieser Ludwig Zavratil ist nämlich ein Hefenbruder. Und noch dazu einer, der in den Zeitungen als Einbrecherkönig von Wien tituliert wird. Und da kommt sie auf eine waghalsige Idee. Sie ruft ihn an, dass er mit ihr nach Amerika reisen und aus dem Getty-Museum den Verdrüßlichen stehlen soll. Nicht nur das, um das Ganze ein bisschen zu verschleiern, beschließt sie, von Paul Hausladen die Kopie des Verdrüßlichen zu kaufen. Sie reisen nach Amerika und kommen in Los Angeles am Flughafen an. Carola will endlich an die Reihe kommen und die Einreiseformalitäten hinter sich bringen. 10 Schritte weiter im Pulk der Angekommenen und Zavratil neben ihr schwadroniert schon wieder drauf los, als gäbe es kein Morgen. Carolas Antworten fallen höchst einsilbig aus, bis ihr schlagartig die Erkenntnis einschießt, der Mann hat Angst. Er wird alles tun, um als gespielte Zufallsbekanntschaft in ihrer Nähe zu sein. Auf sich allein gestellt ist er mit 0 Englisch- oder Spanischkenntnissen hier verloren. Aber wie wird er sich in einer Woche zurechtfinden? Ist der Mann bloß ein Großmaul, das einmal gratis um die weite Welt fliegen wollte und sie ist darauf reingefallen? Nein, seine Versicherung, in ein Museum eindringen zu können, klang echt. Sie will, sie muss diese Tat setzen, wenigstens dieses eine Unrecht wieder gut machen. Carolas Herz pocht, als sie von einer Asiatin mit Pokerface zu Number 9 und Zavradil zu Number 12 geschickt wird. Sie kann ihm gerade noch zuflüstern, dass er sich beim Schalter mit der Nummer 12 anstellen soll. Dann marschiert sie los. Vor ihr eine junge Frau, die in eine Kamera starrt. Um Gottes Willen. Erst jetzt realisiert Carola, dass hier alle fotografiert und ihnen die Fingerabdrücke abgenommen werden. Das muss neu sein. Was heißt neu? Sie war vor rund 20 Jahren das letzte Mal in den USA. Wenn Zavratil in einer internationalen Verbrecherdatei gespeichert ist, dann war alles umsonst. Nicht einmal daran denken. Die junge Frau ist fertig, darf ihren Pass nehmen und weitergehen. Unwirsch winkt der Immigration Officer Carola heran. Er befiehlt ihr, die Brille abzunehmen. Sie schaut in die Kamera und zuckt zusammen, aber nicht, weil sie das Blitzlicht blendet, sondern weil weithin hörbar die Durchsage ertönt, ein Dolmetscher für Deutsch möge zum Schalter 12 kommen. Nun ist sie derart in Schweiß gebadet, dass sie mehrmals die Hände auflegen muss. Es dauert gefühlte Ewigkeiten, bis ihre Fingerabdrücke abgespeichert werden können. Wäre sie Immigration Officer,
hätte sie diese hektisch die Hände trocken wischende Person zurück nach Wien geschickt. Der Mann spult hingegen weiter seine Standardfragen herunter. Nachdem ihn ihre Antworten, an die sie sich schon jetzt nicht mehr erinnern kann, zufriedengestellt haben, reicht er ihr den Pass und das grüne Licht leuchtet auf. Sie darf hinein ins Land von Terminator und Mickey Mouse. Nun endlich kann sie zum Schalter 12 linsen. Das darf doch nicht wahr sein. Zavadil unterhält sich blendend mit dem Dolmetscher und der afroamerikanischen Einreisebeamtin. An keinem Schalter wird gelacht, an diesem schon. Während sie ihn bereits in Handschellen glaubt, spielt der Halunke auf Scharmbolzen. Carolas Herzschlag wechselt vom Panikjagen in den vertrauten Wutgalopp. Sie muss sich beherrschen, um nicht hier und jetzt zu explodieren. Nur weg, sonst bringt sie dieses Schlitzohr noch um. Soll er doch schauen, wo er bleibt. Der Weg zum Förderband ist zu kurz, um Carola zu beruhigen. Immer noch bebend schaut sie den Gepäckstücken beim Defilé zu. Als sie endlich das Gefühl hat, gelassen ihrem Reiseabenteuer entgegenblicken zu können, hechtet ein nur allzu bekannter Knilch einem schmalen Koffer nach und holt ihn knapp vor der Biegung ein. Erst jetzt entdeckt Carola ihren eigenen, wesentlich gewichtigeren Koffer, der, von ihr unbemerkt, wohl schon viele Runden gedreht hat. Sie wuchtet ihn herunter, ignoriert Zavratil und geht durch den Zoll. Nun hofft sie geradezu, dass die lästige Klette aufgehalten wird. Doch eine Gruppe Araber mit Unmengen an Gepäckstücken ist für die Zollbeamten wesentlich interessanter als ein brav gekleideter weißblonder Mann mit Hornbrille, der nun schüchtern fragt: Nehmen Sie mich mit ins Hotel oder so ihn getrennt in ein Taxi fahren? Wir kennen uns doch offiziell nicht. Aber um Geld zu sparen, hauen Sie ja Fremde auf ein Backel oder machen das Leid wie Sie nicht. Der Mann hat nicht nur Angst, er ist ihr gegenüber auch gehemmt. Carolas Wut verebbt nun gänzlich. Sie versichert ihm, dass auch sie schon mit Unbekannten gemeinsam ein Taxi genommen hat. Die Erleichterung ist ihm ins Gesicht geschrieben und Carola wird mit einigen Schweigeminuten belohnt. Nur beim Anblick der Endlosschlange vom Taxistand fragt Zavadil verdattert, ob man sich denn hier überall anstellen müsse. Als ihnen von einem geschäftig hin und her eilenden Mann ein Taxi zugewiesen wird, merkt Carola, wie genau Zavadil alles beobachtet, während er sich den Koffer abnehmen lässt und hinten einsteigt. Sie setzt sich zu ihm, nennt das Hotel und lehnt sich zurück. Endlich. Neugierig betrachtet sie der Fahrer durch den Rückspiegel. Im Stillen wettet sie mit sich selbst, wie lange es dauern wird, bis er die übliche Frage stellt. Oder hat sich das auch in den letzten 20 Jahren geändert? Where are you from? Gewonnen. From Austria. Great country. The Sound of Music. Natürlich. Noch nie in Österreich gewesen, aber den Film gesehen. Julie Andrews tanzt wohl immer noch auf irgendeinem Fernsehkanal über Almwiesen ihrem Baron Trapp entgegen. Doch was nun folgt, damit hat Carola nicht gerechnet. Der amerikanische Taxler stimmt Edelweiss an und Zavadil singt lauthals mit. Alle Strophen, dass das Schmalz nur so trifft. Für einen Hefenbruder, der angeblich kein Wort Englisch kann, eine reife Leistung. Ja, und ob die beiden ihr Vorhaben zu Ende bringen oder nicht und wie es weitergeht, das müssen Sie selber lesen. Danke. Thank you.
freut mich, dass ich wieder einmal hier in der Insel lesen darf. Hier mein ausgelesenes Leseexemplar. Zum Glück habe ich die Korrekturfahnen noch zur Hand und beginne mit dem Ende, das zugleich für die heutige Lesung der Anfang ist. Titel: Zu guter Letzt alles auf Anfang. Beginnt jetzt der große Leichtsinn? Wir alle sind gefordert, wir bleiben offen, wir wollen hoffen. Rassismus geht alle an, wann sind wir am Ziel? Da muss doch etwas auf Dauer zu machen sein, verklemmte Oberganoven. Oder Lindenberg sei Dank seinen Träumen von der bunten Republik Detto. Volle Fahrt voraus, es hat sich alles so ergeben, nur nicht die Bodenhaftung verlieren. Chaos begiert Größes. Er hat die Kurve gekriegt, no risk, no fun. Aber dann, Transgender aller Länder, wir sind selbst vorübergehend. Es geht immer um das Ganze. Es kommt darauf an, seinen eigenen Rhythmus zu finden, zur Ruhe zu kommen, aufs Upcycling zu setzen. Aus alt macht geil. Schön, dass Sie da sind. Tut sich eine bislang nicht wahrgenommene Parallelwelt auf. Kunst muss in Gang setzen, sagt nicht nur Xenia Hausner. Es riecht, wie es halt riecht, wenn eine Welt Richtung Abgrund kippt. Nach Klimawandel und Angstschweiß können wir in Mietze Medusas Roman Du bist dran lesen. Wer da mit wem spricht, tut letztlich nichts zur Sache. Sollte es gar wichtig sein? Nicht wirklich. Kommt es doch auf den Plot an. Oder wie soll man sagen, Rätsel von Natur aus. Oft gefragt, selten beantwortet. Durch die Hintertür ins Freie gelangt, Sätze prallen aufeinander, stoßen mit weit entfernten zusammen, krachen drauf los und mittendrin entsteht aufs Neue Leere, ein Vakuum von unvorstellbarer Ausdehnung, nicht haltbar, nicht fassbar. Und wir tauchen erneut ein in Senecas vom wahren Leben, in dem es heißt, wozu beschwörende Gebete, mache dich selber glücklich, dies wird dir gelingen, wenn du einsiehst, das Gut nur ist, was sich mit einem sittlichen Moment verbindet, Böse dagegen, was das Laster zum Gesellen hat. Abbau vor Anbau. Klänge wie Ernten vor Säen, was wohl nicht zutreffend wäre, aber das ist gewiss jedem einsichtig, klar, verständlich. Oder was soll ich schon sagen? Zunächst ist auf alle Fälle ein Anbau zu tätigen. Ohne Anbau nichts weiteres. Abbau vor Aufbau oder die Typen des Alphabets. Jahr für Jahr erheiterte dich das Frankfurter Buchmessen ABC, das mit dem Abbau vor dem Aufbau begann, und war doch bloß dem ABC geschuldet. B steht nun einmal vor dem U, an dem gibt es nichts zu rütteln, und doch war es jedes Mal für dich und vielleicht noch für ein paar andere ein Gaudium sondergleichen, zunächst mit dem Abbau konfrontiert zu werden, bevor noch der Aufbau geschah. An solchen und ähnlichen Kleinigkeiten von Kuriositäten verweiltest du. Dort hieltst du dich also auf, bevor es ein Weiterkommen gab. Aber das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Gewiss nicht. Alles wie immer, aber ganz anders. Die uralte Begegnung von Endlichkeit und Unendlichkeit. 1920 stirbt
Modigliani 35-jährig. Wir verstehen nur das, was wir bereits kennen. Nach jedem Ende soll es einen Anfang geben, doch für wen und wozu auf der Fahrt ins Nirgendwo. Kann es mir nicht erklären, wie ich dazu gekommen bin und Jahrzehnte daran festhielt. Quo vadis, Aida? Hast du nicht alle Latten am Zaun? Geschlechtslose Mode macht sich auf dem Laufsteg breit, wuselt gar neues Leben, heilige Natur. Wer nicht bereit zu sterben, hat auf Erden nichts verloren. Verkehrte Welt, jeder denkt bloß ans eigene liebe Ich, steht im Ulysses geschrieben. Sich hinter ein Erzähler-Ich zu verstecken, ist jedoch durchaus legitim. Wie war Joyce an anderer Stelle seines Jahrhundertromans? Man weiß doch nie, wessen Gedanken man wiederkäut, in der Tat. Und Halligalli, möcht nicht wissen, was noch auf uns zukommt, was noch so alles auf uns herniederbricht, welch Monstrum weit und breit. Ilse Kilic bringt es in ihrem Buch Fadenspannung auf den sprichwörtlichen Punkt, wenn sie da schreibt, die sogenannte real existierende Wirklichkeit ist keine Komplizin unserer Neugier. Von einer Kompensation unserer Neugier kann da wohl auch nicht geredet werden. Weit weg, wo niemand mehr Fragen stellt. Vieles geht dann leicht von der Hand. Wir sind aufs Neue sehr gespannt, dies im Innersten ihres Wesens erkannt. Gesetzt den Fall, man hat einen Knall. Pustekuchen, 10 gegen 10, echt jetzt. Ein traumatisiertes Traumsein in panierten Panien. Die Kruste mache die Panik erträglich. Mit der Kraft des Weißdorns, so schmeckt man das Leben. Unterwegs salpetrig, frisch, frei, frugal, im friedlichen Miteinander. Am Ende ist der Anfang nicht weit, gar nicht mehr so weit entfernt, ganz in der Nähe, wirklich nah, zum Greifen nah, wie der Eingang zum Paradies oder der Ausgang zur Welt. Wie zerbrechlich diese ist, erfahren wir im Moment. Danach sieht dann auch unser Leben aus. Nichts ist, wie es scheint zu sein. Als ginge alles seinen gewohnten Gang. Motto von Hans Lebert: Das Gras wird grünen, als wären wir niemals gewesen. Hüben wie drüben, Geburt ist gleich Betrug. Bleib doch noch ein wenig, geh nicht, wenn's gar so schön ist, bist. Sieh die Zeichen der Zeit, die Einsicht in etwas Ewigkeit. Elfriede Gerstl, jedes Mal ist ein anderes Reden das Richtige. Als alles ganz anders war, vor mehr als einem Jahr, vor weit mehr als einem ganzen Jahr, als alles ganz anders war. Als noch andauernd Hände geschüttelt wurden, das war eine andere Zeit. Konrad Beyer erinnert daran in seinem 6. Sinn. Es ereignete sich das Übliche. Nichts mehr, nichts weniger. Die längst bekannten Akteure verschwanden, wie sie kamen, unbemerkt von den meisten. Die üblichen Verdächtigen. Auch ich konnte sehen, was ein Schiff denkt, wie zu guter Letzt alle. Nun sehen wir es endlich ganz deutlich. Die Mülltrennung war nur ein bescheidenes Vorspiel. Das Rauchverbot im Lokalen, das Interludium, die Ausgangssperren, die Maskenpflicht, das Demonstrationsverbot, gewiss nicht der Weisheit letzter Schluss. Und wie weiter? Darauf sind wir alle zusammen gespannt. Was sollten wir auch sonst sein, als zusammen gespannt sein? Außen sausen Augen, genau. Frauen raufen, Faust sauft. Beamte beatmen.
in der Rinde Kreis, Krise, Krise, Kreis. Sausen ein Wort Kunstwerk, was sich daraus ergibt, dass ein Wort das Nächste, das in einem Wort das Nächste enthalten ist, so steuern in Streuen, o Ancora in Corona etc. Wie für euch geschaffen, keine PKWs, also Personenkraftwagen, produziere er in seinem Homeoffice, sondern ausschließlich WKWs, wie sagen, Wortkunstwerke. Ende mit Aussicht, immer noch besser als Ende in Aussicht oder Aussicht aufs Ende, Aussicht, Ende, Last Exit. Was hilft es, sein Hirn sich zu zermartern, um etwa ein Rätsel zu lösen, kommt doch nichts dabei heraus. Nun weiß ich bin immun, zumindest aufgrund des Antikörpertests, laut Aussage meiner Hausärztin via E-Mail. Was hilft mir das? Wippt eine Palme durch die Nacht, ist es fast vollbracht. Aber was? Das wäre ja gelacht, wenn es nicht schon gemacht, flux bedacht. Wippt aber eine Ampel durch die Nacht mit Macht, auf allen roten Inseln, die auf grün geschaltet haben. Ganz Wien gurgelt. Alles geht den Bach hinunter. Untote defilieren am Donaukanal. Sämtliche Lokale haben geschlossen. Wir sind bedient. Wohl ein Unterschied, ob in Wien oder auf Schweizer Boden ausgesprochen. Fernsprech Weltgeschichte meldet sich zu Wort. Die heißgelaufenen Eisbären röhren wie Hirsche im Galopp. Erfolg macht attraktiv. Dem Tief Gregor in den Turbosonntag. Können wir Ihren Absonderungsbescheid mal sehen? Ein Ruhmkugel, dem man die Strapazen seines Lebens anmerkt, ansieht, vom Gesicht leicht ablesen kann. Ein Ruhmkugel halt, was soll der schon zum Herzeigen haben? Ganz gewiss keinen Absonderungsbescheid, worauf manche wohl noch so kommen mögen. Verschleißen muss man sich, sagte schon Beuys, aber auch, ich ziehe mich nicht zurück. Jetzt geht es wohl um alles. Kommst du indes ohne Links und Followers aus, bist du ganz gewiss von gestern und du weißt es doch längst, heute wegen gestern geschlossen. Danke, Wolfgang Seyer. Mittendrin im Buch gibt es auch so eine Art Bonsai-Gedicht wie dieses hier. Erstens bedenke, es ist nie zu spät. Wer es versteht, keine Fehler begeht, nicht einen einzigen gesteht, wie viel Tier steckt in dir. Bedenke, Gelenke niemals verrenke, alter Hase hoppel nicht zu schnell, nach jedem Gebell, gell, wir sind Sternenstaub. Und eine frohe Botschaft folgt.
zunächst, danach, die etwas heftiger ausgefallen ist und sogleich als Insert diente im Juni-Programm der Alten Schmiede in Wien, wo ich am 2. Juni erstmals das Buch vorstellen durfte. Frohe Botschaft. Scheiß dich nicht an und denk lieber dran, dass morgen schon alles anders ausschauen kann. Wann, wenn nicht dann? Das Kind im Mann stets die Welt aus den Angeln heben kann. Für jedes Haserl wächst irgendwo ein Graserl, wusste der erste Wiener Stadtrat für Kultur und Bürgerdienst nach 1945 Dr. Viktor Mateka noch so schön zu trösten. Wer erinnert sich wohl noch an ihn? Und auch die meisten, die ihm ein Graserl zu verdanken hatten, sind nicht mehr. So geht es mit der Zeit, die Donau hinunter ins Schwarze Meer, wie nicht anders zu erwarten war. Es reiht sich Gedanke an Gedanke, eine Erinnerung löst die nächste ab und mit den Jahren schmeckt einem auch nichts mehr, nicht mehr so richtig wie früher, als alles noch anders gewesen ist, nicht so verdrießlich wie heute oder doch schon gestern. Glück. Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist, heißt es in der Operette, ist wohl allbekannt, gleichsam ein Ohrwurm, ein Gassenhauer. Irgendwie schon sehr, um nicht zu sagen, durchaus, alles blemblem. Geschmäcker können verschieden sein. Was macht jedoch die Kunst mit uns, wenn wir sie nicht sehen können? Eine Aussage einer Museumsdirektorin könnte das sein, zumindest in der pandemiebedingten Sperre. Was die Kunst indes macht, ist sonnenklar, sie altert vor sich hin, lässt sich von Staub bedecken, genießt ihre Ruhe in wohlverdienter Zurückgezogenheit, nur manchmal gestört von fleißigen Restauratorenhänden, die mit Wattestäbchen Schicht um Schicht abtragen, vermeintliche Risse kicken, etwas hinzumalen, in ihrem Glück außer Rand und Band geraten. Nichts Neues. Ein Tag wie jeder andere öffnet Fenster, bringt Frischluft herein. Der Mensch, ein Schatten im Traum, heißt es bei Pythagoras. Und zum Ursprung allen Seins lautet die Losung, alles ist aus Wasser. Dies jedoch überliefert von Aristoteles nach Thales von Milet. Es hat sich etwas gelöst vom Ganzen. Dessen ist man sich sicher. Auf alle Fälle ist man sich dessen sicher, wiewohl aus dem tapezierten Zimmer kein Hauch, kein Laut entweicht. Die Botschaft allen Übels, geistreich, kein Staubkorn weit und breit. Alle aufgelesen, in schweren Schwarten Hebungen und Senkungen nachvollziehen, ihren Schwüngen nacheifern, sich ausgesetzt fühlen. Kann schon sein, dass man noch etwas wünscht, je länger die Tage werden, Sonnenschein einen auch gen Abend begleitet, die Hoffnung auf einen Ausstieg wächst. Kann schon sein, dass man nach den langen Monaten in Finsternis nach Helle drängt, mit all seinen Sinnen danach verlangt, einfach wieder leben will. Kann schon sein, dass dieser Gedanke noch einmal aufkommt. Kann schon sein, wie auch gar nicht so verfehlt. Nach der entsetzlich langen Trübsal, abgesperrt von der Außenwelt. Wird je noch eine Berührung mit anderen erfolgen, wird nochmals ein völlig natürlicher Umgang möglich sein. Fragen jeglicher Art tun sich auf, Fragen über Fragen. Kann schon sein, dass man sich auch fragt, warum dies alles so nicht anders eintreten musste. Kann schon sein, dass man erneut sein Schicksal herausfordern möchte. Kann schon sein, dass man nach etwas verlangt, wozu der eigene Körper gar nicht mehr in der Lage ist,
Man will erneut Räume, Bäume ausreißen, die Welt aus den Angeln heben, doch das Überqueren einer Straße bereitet bereits erhebliche Schwierigkeiten. Man muss es sich eingestehen. Jeder andere ist schneller. Selbst das alte Murtau mit Rollator überholt einen problemlos. Man kann den anderen nur mehr hinterher sehen. Die meisten hetzen an einem vorbei. Es scheint, als schöben sie einen zur Seite, an die Hauswand, um noch schneller voranzukommen und nehmen dabei locker in Kauf, einen umzurempeln, zu stürzen. Um eine gewisse Normalität, Selbstverständlichkeit täglich durchaus noch immer bemüht, weiß man auch, dass einiges nicht mehr stimmt, der eigene Körper nicht mehr so funktioniert wie einst, will nun doch sein Bestes geben und sei dies auch bloß ein winzig kleiner Restposten. Funktionieren gilt es quasi um jeden Preis, in jeder Lebenslage, zu jeder Tageszeit, immer frisch und munter, frohgemut und zuversichtlich. Fällt es auch stets schwerer, das Bemühen ist zumindest noch gegeben und das ist doch schon einiges, zumindest etwas. Als ob es noch etwas festzuhalten gäbe, der Worte verlustig gegangen, monströses Zerbrösel. Wie wahr, im Schweigen bleibt alles Unzulängliche aufgehoben. Paul Celan. Danke, liebe Barbara, für die Abnahme dieser Blätter. Ich komme bald zum Ende und das ist etwas lokal Patriotisches, hätte ich beinahe gesagt. Es hat etwas von Lokalkolorit, einmal fiktiv und einmal real. In dem zweiten kurzen Stück sind die Protagonisten für Insider durchaus zu enträtseln. Da werde ich mich. Wurmstich. Ja, kennen Sie denn nicht die allerneueste Verordnung
sagt der Oberfranz ziemlich aufgebracht zu dem freien sitzenden einzigen Gast der Wirtschaft zum Wurmstich an der Weißgerber Lände. Haben Sie noch nichts gehört vom verpflichtenden Tragen einer FFP5-Maske? Zu den bekannten, wohl bereits in Fleisch und Blut übereingegangenen 3G, geimpft, getestet, genesen, sind noch weitere Gs hinzugekommen. Heißen sie nicht Gerhard, Georg, Gerlinde, Gertrude oder Gernot, Gabriele, Gerald, darf ich sie beim besten Willen hier nicht Platz nehmen lassen, so leid es mir wirklich tut, das können Sie mir glauben. Und was das Wichtigste wohl ist, will sagen, das Wichtigste G, das Entscheidende überhaupt, sind Sie gelassen? Das ist doch gänzlich absurd, entrüstet sich der Gast. Doch da breitet ihm der Ober schon die genannte Verordnung auf den Tisch aus, auf der schwarz auf weiß das geschrieben steht, was der Herr Franz soeben mündlich kundtat. Der Gast ist sichtlich verzweifelt, reißt sich seinen Mund-Nasenschutz vom Gesicht, schreit, das wird ein Nachspiel haben und fällt zu Boden. Im Fallen fällt ihm ein, dass er als einziger Gast noch dazu im Freien, im sogenannten Schanigarten, vielleicht nicht einmal einen Mund-Nasenschutz tragen hätte müssen, aber wer weiß. Die Mehrfach-G-Regel war aber doch wohl eine Schikane vom Oberfranz, der wahrscheinlich schon vorab ein Trinkgeld erwartet haben dürfte, wie es in manchen Lokalen bereits gang und gäbe ist, warum also nicht auch hier im Wurmstich? Dann noch zur Tücke des Objekts etwas Deftiges, etwas Reales. Wenn Waschbecken wie Pissoirs ausschauen, kann doch ich nichts dafür, wird sich mancher Mann wohl schon des Öfteren gedacht haben und die Aufregung, die um ihn entstand, nie und nimmer verstehen. Rufe wie, a so a Sau, prallten jeweils an ihm ab, er ließ keineswegs von seinem Geschäft ab. Vasen und Blumentöpfen soll es ebenfalls bereits so ergangen sein. Warum Bäume, Hausecken, Toreinfahrten nur für Hunde vorgesehen sein sollen, leuchtet gewiss nicht allen Herren der Schöpfung ein. Ein berühmter Dichter verwechselte gar eines Tages die Türen am Gang und fand sich durchaus berechtigt zu seinem Tun im Lift. So ist es nun einmal. Der besagte Dichter zeigte sich auch sogleich verständnisvoll für einen betrunkenen Kollegen, der es bloß bis zu seinem Haustor geschafft hatte und übernahm dessen Ordnungsstrafe unter Hinweis darauf, dass dieses menschliche, allzu menschliche Tun, Versagen niemals bestraft werden dürfe. Und zum Abschluss noch dieser kurze Text. Ich kann die Pandemie nicht wegzaubern, sagt der Kanzler in der ZIG 2 am 2. Dezember. Also doch nicht der Heiland, für den ihn manche schon hielten. Wer wohl an seine Stelle rücken will, der über die Meere wie nichts zu schreiten versteht, hat es freilich leicht. Er kann auch Infektionen hinwegzaubern, doch wer kann das schon, fragt man sich. Nicht einmal Virologen können das. Das leuchtet einem Staatsbürger ein, an dem gibt es nichts zu rütteln. Selbst ein Kanzler ist nicht in der Lage, eine Virusinfektion von heute auf morgen so ohne weiteres loszubekommen, ob mit oder ohne Zauberstab. Herbeizaubern etwa Milliarden an Hilfsgeldern geht auch nicht so leicht. Nichts fällt leicht, weder dies noch das. Das gilt wohl für jeden. Auch ich kann weder etwas herbeizaubern noch wegzaubern und sei es auch nur ein kleines Seidentüchlein aus dem Fundus der Elfriede Giastro. Auf zahlreichen Fotos erblickst du sie wieder, die sie auf diesen Aufnahmen umschwärmenden gibt es großenteils ebenfalls nicht mehr.
Ich kann es beim besten Willen nicht ändern. Je länger ich mir die Dokumente einstigen Frohsinns betrachte, desto klarer tritt eins zutage. Nichts ist haltbar, alles verflüchtigt sich bei Zeiten, ich kann es drehen und wenden, wie ich will. Dass die Welt bedrohlich ist, wird mir tagtäglich vor Augen geführt, und zwar drastisch. So lost wie noch nie zuvor. Lost, das Jugendwort des Jahres, und dazu im Hintergrund Patti Smith, eindrücklich singend, People have the power. Wer sonst? Aus der Reihe tanzen ist wohl zu Recht angesagt. No future on a dead planet. Dankeschön. Oh!